Hallo ihr Lieben, heute habe ich ein leckeres veganes thailändisches Rezept für euch und zwar für ein veganes Pad Thai. Wir benötigen dafür 100 Gramm grüne Bohnen, eine Karotte, ich habe hier kleine, deswegen sind es zwei, eine rote Zwiebel, eine Frühlingszwiebel, 50 Gramm braune Champignons, einen Esslöffel frischen Zitronensaft, 3 Esslöffel Sesamöl und 3 Esslöffel Sojasauce. Dann geht es weiter mit einem Esslöffel Sriracha-Soße, einen halben Teelöffel gemahlener Kurkuma, 100 Gramm Mungbohnen-Keimlinge, einen halben Teelöffel Zucker, 150 Gramm Reisnudeln. Ich habe nur Mienudeln zu Hause, deswegen werde ich Mienudeln verwenden. Und einen halben Bund frischen Koriander sowie 100 Gramm Tofu. Diese zwei Sachen werde ich aber weglassen. Ich erkläre euch aber, wo die hineinkommen. Genau, und dann würde ich sagen, legen wir los. Ich habe zuallererst natürlich mal ein Gemüse gewaschen, geputzt. Meine rote Zwiebel habe ich in kleine Würfel geschnitten. Die 50 Gramm Pilze ja, klein gestückelt, gewürfelt. Meine Karotten klein geschnitten und die Frühlingszwiebel. Außerdem habe ich von den Bohnen die Enden abgeschnitten auf beiden Seiten und dann auch in drei Teile geschnitten, also gedrittelt. Jetzt habe ich in einem Topf Wasser aufkochen lassen. Da müssen wir die Bohnen, nur die Bohnen, 4 Minuten, also 4 bis 5 Minuten blanchieren. Und zwar machen wir das so, wie gesagt, mein Wasser im Topf kocht jetzt schon. Wir lassen das Ganze auf höchster Stufe, so dass es also kochendes Wasser ist und geben jetzt einfach die Bohnen für 4 bis 5 Minuten hinein. Auf höchster Stufe lassen und dann sieben wir das Ganze ab und stellen die Bohnen beiseite. Außerdem können wir die 150 Gramm Reisnudeln oder in meinem Fall jetzt die Mienudeln, wie gesagt, eigentlich Reisnudeln, auch in eine Schüssel oder in einen Topf geben, auf jeden Fall hitzebeständig. Kamera ging gerade aus, ich wollte sagen, außerdem können wir in ein weiteres Gefäß oder Topf 150 Gramm Reisnudeln bzw. in meinem Fall eben Mienudeln hineingeben und die Nudeln ebenfalls mit kochend heißes Wasser übergießen. Ich koche da immer Wasser im Wasserkocher ab und gebe das dann einfach über die Nudeln drüber. Ja, steht eigentlich auch auf der Verpackung immer drauf und die sollten dann auch so circa 5 Minuten in dem Wasser einweichen und dann können wir auch das Ganze abgießen und beiseite stellen, die Nudeln. Meine grünen Bohnen habe ich schon abgesiebt und meine Mienudeln bzw. eigentlich Reisnudeln sind im Wasser und brauchen noch 3 Minuten ungefähr. Genau, jetzt habe ich in einer Pfanne 3 Esslöffel Sesamöl hineingegeben. Das erhitze ich gerade. Und wenn ihr jetzt Tofu nehmen möchtet, wie gesagt, ich habe keinen Tofu heute. Also rohen Tofu, keinen geräucherten. Ihr könnt aber natürlich auch geräucherten Tofu nehmen, wenn ihr lieber möchtet. Ansonsten nehmt ihr jetzt normalen rohen Tofu eben und wendet den in einem halben Teelöffel gemahlenen Kurkuma. Also das heißt, einen halben Teelöffel Kurkuma gebt ihr in ein Gefäß, würfelt den Tofu in kleine mundgerechte Würfelchen, Mundstücke und wendet den in dem Kurkuma drinnen. Dann bratet ihr die Tofu-Würfel hier in dem Sesamöl erstmal an von allen Seiten oder ihr könnt natürlich auch geräucherten Tofu verwenden, genau. Und danach, was ich jetzt gleich mache, geben wir die Zwiebelwürfel hinein, die Karotten und die Pilze. Genauso wie unsere grünen Bohnen, die ich jetzt auch noch hole. Frühlingszwiebel kommen zum Schluss. Gebe ich meine grünen Bohnen auch noch dazu. Das Ganze verrühren wir gut und lassen das jetzt von allen Seiten schön anbraten. In der Zwischenzeit, das braucht jetzt so circa 5 Minuten, können wir die Soße fertig machen. Immer aufpassen, dass auch genug Sesamöl vorhanden ist, dass nichts schwarz wird. Jetzt hole ich mir schnell eine Schüssel. Und zwar geben wir in eine kleine Schüssel 3 Esslöffel Sojasauce. Einen Esslöffel Sriracha-Soße, gut verrühren
Und einen halben Teelöffel, einen ganzen Teelöffel, das müsst ihr abschmecken. Ich nehme so einen flachen Teelöffel. Zucker. Und das wäre jetzt auch schon, ja, die ganze Soße. Jetzt noch ein wenig frischen Zitronensaft. Ich mache da auch, also ich schreibe euch ja die Zutaten unten rein, aber ich mache das immer nach Gefühl. Ich nehme da auch so einen flachen Esslöffel frischen Zitronensaft. Am Ende könnt ihr das, wenn das alles vermischt ist, noch abschmecken. So, mein Gemüse ist jetzt fast fertig. Jetzt stelle ich das mal beiseite, damit das nicht schwarz wird. So, jetzt werde ich meine Nudeln noch abgießen und dann kommt das Ganze mit in die Pfanne hinein. Ich habe jetzt meine Nudeln in die Pfanne dazu gegeben, verrühre das Ganze jetzt mit zwei Gabelbrot. Und dann können wir auch schon unsere Soße drüber geben. Wie gesagt, ihr könnt das jetzt gleich noch komplett abschmecken, ob ihr noch mehr Sojasauce möchtet, Sriracha-Soße, was auch immer. Eigentlich sollte es geschmacklich aber passen von der Mengenangabe jetzt hier. So, und zu guter Schluss, wenn wir das jetzt ein wenig noch angebraten haben, können wir die Frühlingszwiebeln noch drüber geben. Ich habe ganz die Mungbohnenkeimlinge vergessen. Die Mungbohnenkeimlinge kommen auch noch, 100 Gramm wie gesagt. Ich habe jetzt hier nehme jetzt hier mal so die halbe Dose. Nehme ich mal rein. Oder ein wenig mehr. So. Könnt ihr auch nach Geschmack variieren. So, das vermische ich jetzt alles und wie gesagt, jetzt gleich noch die Frühlingszwiebel frisch drüber geben, alles nochmal verrühren, abschmecken, wenn ihr möchtet. Und dann noch den halben Bund Koriander, den ich jetzt hier heute weglasse. Und dann wäre das auch schon alles. Sieht auf jeden Fall richtig, richtig lecker aus. Ihr könnt auch noch, wenn ihr möchtet, Brokkoli hineingeben. Den müsst ihr dann auch vorher nur blanchieren. Könnt ihr auch zusammen mit den grünen Bohnen blanchieren, also in kleine Röschen teilen, den Brokkoli und ja, mit blanchieren. Schmeckt auch sehr lecker, da könnt ihr variieren. Ihr könnt auch Paprika dazugeben. Das sind, ja, das kann man machen, wie man möchte vom Gemüse. Wenn ihr jetzt irgendwas davon nicht mehr, also mögt, könnt ihr auch Brokkoli oder Paprika dazugeben. Ihr Lieben, mein Partei ist jetzt fertig. Ich habe das Ganze noch mit Frühlingszwiebeln garniert. So sieht es aus. Es dampft noch. Ich hoffe, ihr könnt was erkennen. Ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das Rezept ausprobiert. Es ist wirklich richtig lecker. Es geht sehr schnell, würde ich jetzt mal sagen. Also schon ein sehr schnell zubereitetes Gericht. Und wirklich richtig, richtig lecker und gesund. Ja, folgt mir gerne auf Instagram. Der Link ist so in der Infobox. Und lasst mir sehr gerne ein Abo da. Darüber würde ich mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal.